Tag 8 und 8, 10. Oktober, Donnerstag. Okay, ganze Klasse vor Grauen erstarrt, als fehlgeschlagenes Chemieexperiment Lehrer tötet. Meinen Sie, das ist irgendwie witzig, tut mir leid. Hafengewerkschaft droht mit Streik. Bauern züchten rekordbrechende Zucchini. Cool. Und, oh, Sie sind wieder zufrieden. Nett. Ich habe nichts gemacht, das Sie verärgert hat. Sehr schön. Ich bin zu müde. Ich kann kaum noch gerade aussehen. Kann ich nach Hause gehen? Orion. Wieder Pornoladen. Ich habe gerade eine extrem starke Angstattacke und kann mich auf nichts konzentrieren. Kann ich nach Hause gehen? Ein paar Freunde haben mich gefragt, ob ich in ihrem Tierheim aushelfen kann. Die haben viel zu wenig Leute. Nein. Du hast deine eigene Arbeit, auf die du dich konzentrieren musst, Kumpel. Okay, es wird Zeit, dass wir auch hier mal jemanden haben, der 3 Balken hat. Deswegen befördere ich Cecile. Oder? Warte mal. Kann ich hier... Ach, jetzt hätte ich gerne gewusst, wie lange er schon dabei ist. Naja. Trotzdem. Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung, Cecile. Habe ich nur 3? Achso, hier sind 2, 3. Ah ja, okay. Okay, wir hatten das Ding, dann kommt das und dann kommt jetzt das hier. Stella Smile, Sean Stone. Oh, schöne Melodie. 11.200. Oh, teilen wir natürlich. Polizisten zur Polizeischule schicken. Ich schicke da schon genug Leute dahin, aber ich kann nur einen hinschicken. Das Schlimme ist, die wollen ja viel zu viele haben. Die wollen, dass ich 4 Cops innerhalb von 2 Tagen hinschicke. Ich kann einen Cop pro Tag hinschicken. Was? Funktioniert da nicht, ne? Das ist eine Aufgabe, die man nicht erfüllen kann. Wie sollte das funktionieren? Guck mal, eine Party. Problem ist eine Entlassung, Detektivplatz. Funktioniert schon mal alles nicht. Die Sense, hier kann ich auch niemanden hinschicken zur Ausbildung. Stadtverwaltung, hier kann ich auch niemanden hinschicken zur Ausbildung. Die geben ja nicht die Möglichkeit, jemanden auszubilden. Und über meinen Stellvertreter kann ich einen pro Tag machen. Ich kann Grillfest machen. Oder? Ah, ich kann mehrere. Achso, na dann. Achso, ist das cool. Okay, dann hat es natürlich funktioniert. Jack, machen Sie weiter mit der guten Arbeit und Ihre letzten Tage bei der Freiburger Polizei werden deutlich angenehmer werden. Er wollte ja niemanden rausschmeißen, er wollte ja nur, dass ich Leute zur Schule schicke. Das ist ja nicht das Problem. Ich kann mehrere hinschicken. Okay, das wusste ich nicht. Entführung, Route 22. Ein Zeuge hat einen rostigen... weißen Lieferwagen gefunden, der mit der Entführung der 13-jährigen Tanya Rodriguez von ihrem Schulhof in Verbindung steht. Der Wagen wurde auf einem Feld abgestellt. Seit 2 Stunden ist keine Bewegung oder ein anderes Lebenszeichen zu sehen. Oh, da schicken wir gleich mal Leute hin. Asano, Crimes. Und, ach hier, Kopf, du brauchst, ja, muss nämlich aufgemordert werden, nachdem er diese coole Ausbildung komplett vergeigt hat. Angriff Octopus Restaurant. Die 50-jährige Amanda Price hat eine junge Kellnerin angegriffen und behauptet, sie habe mit ihrem Ehemann geflirtet. Amanda hat die Kellnerin an den Haaren gepackt und durch den Raum gezerrt. Durch den Raum gezerrt und geschrien. Du hast dich so weit vorgebeugt, dass deine Titten beinahe auf der Speisekarte gefallen wären. Oha, die Frau möchte ich sehen. Also, ich möchte sie verhaften. Also. Oh yeah. Gibt es auf dem Arbeitsmarkt irgendwas? Also unter 150 hole ich mir gar keinen mehr. Das lohnt sich überhaupt nicht. Auf einmal kommen seltsame Geräusche aus dem Lieferwagen. Die Scheiben sind abgedunkelt, weswegen nicht zu erkennen ist, was sich im Inneren befindet. An die Tür klopfen. Okay. Im Inneren sitzen ein Mann und ein Mädchen, das mit Puppen spielt. Den Mann.
Wie geil ist das denn? Den Mann bis zur Bewusstlosigkeit verprügeln. Wie geil. Das ist eine geile Antwort gewesen. Also an der Stelle muss ich auch sagen, so brutal bin ich jetzt auch nicht. Ja? Also die ganzen brutalen Antworten nehme ich ja meistens nicht. So gleich drauf schießen und so weiter. Terrorismus in der Vorstadt. Mr. Norris hat angerufen, um eine Explosion zu melden. Ich habe mir in der Küche ein Omelette mit Schinken gemacht, als plötzlich BOOM eine Explosion meine Fenster zittern ließ. Ich war beim Militär und ich würde sagen, das waren mindestens 5 Kilo TNT. Nicht weniger. In der Vorstadt. Ich mach's mal lieber. Reichen zwei? Gucken. Ne, die wollen natürlich dann hier Washing noch mit. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es wirklich TNT war. Aber trotzdem, ich schicke zwei Leute hin, weil zur Not kann ich doch Leute nachschicken. Machtmissbrauch, Stadtverwaltung. Der junge Geschäftsmann Rasul Haddad ist wegen einem kleineren Stadtbeamten namens Jasper Redmond zur Polizei gekommen, der eine Bestechung von $20,000 verlangt hat. Ansonsten werde er nötige Lizenzen für Herderts Laden verweigern. Der Geschäftsmann hat angeboten, das zu tun, als würde er das Bestechungsgeld überreichen, damit die Polizei Redmond in Flagranti erwischen kann. Da schicke ich mal gute Leute hin. Das könnte mich interessant sein. So was würde ich ja hier nicht haben, ja. Korruption. Als man sich. Wer lässt sich denn kaufen hier? Die Nachbarn von Mr. Norris führen umfangreiche Renovierungsarbeiten an ihrem Haus durch. Der Mann hatte Abrissarbeiten gehört. Ja, super. Beim Militär. Versuchter Mord am Strand. Ein junger Matrose hat einen Angriff auf sein Leben gemeldet. Ich war in der Nähe des Ufers, als jemand mich mit kalten, klitschigen Fingern am Fuß gepackt und versucht hat, mich nach unten zu ziehen. Ich bin nur gerade eben noch entkommen. Sie können mich auslachen, aber ich bin mir absolut sicher, dass es eine Meerjungfrau war. Ich war bei der Flotte. Ich weiß alles über die. Okay. Oh, sobald das Geld die Hände wechselt, stürmt die Polizei das Büro. Redmond versucht, ein großes Päckchen eilig in einer Schublade zu verstecken. Ich finde diese Antworten so geil. Der Mann springt auf und rennt zum Fenster, wo er erfolglos versucht, es zu öffnen. Ja. Damit hat sich das geklärt. Ich habe nichts hier, nichts, was ich an die Mafia verkaufen kann. Scheiße. So ein Scheiß. Versuchter Autodiebstahl am Hafen. Ein Angestellter am Hafen hat zwei Männer gesehen, die in einen Lastwagen einbrachen. Sie konnten ihn nicht entlassen. Sie konnten ihn nicht anlassen. Also haben sie seinen Anhänger abgekoppelt und versuchen nun damit zu entkommen. Machen wir so hier. Naja, hier, der mit seinem sogar SWAT-Team soll ich da hinschicken. Was, so lange? Mord, Nachbarschaft der Sägemühle. Zwei Dutzend Obdachlose haben sich vor der Stadt versammelt, wo sie ein kleines Lager aufgebaut haben. Sie sind Fremden gegenüber sehr aggressiv. Sie greifen Außenseiter und verprügeln sie und töten sie einem Gerücht nach sogar. Manchmal sollen sie sogar essen. Die anonyme Quelle wies auch darauf hin, man solle sich ihre Gärten anschauen. Sie würden eben neben Gemüse auch Drogen züchten. Okay, ich würde sagen, da will jemand die Obdachlosen loswerden. Aber kann ich erstmal eh keine hinschicken. Man sollte trotzdem, ja, man darf es nicht, gar nicht beachten. Ist ja auch falsch. Mach mal so. Die drei sollen mal gucken, was vor Ort ist und dann. Die Sense braucht Hilfe. Jack. Einer unserer Jungs hat eine große Ladung gestohlen und ist irgendwo im Lagerhausviertel untergetaucht. Wir haben nicht die Zeit, hier den Ermittler zu spielen. Also möchten wir von Ihnen ein bisschen professionelle Hilfe. Ja gut, hier Asano Crimes. Ihr macht das schon. Das Bein des Matrosen hatte sich in den riesigen fleischigen Algen verfangen, die in der Nähe des Ufers wachsen. Ach nee. Hätte ich denn das gedacht? Die Lage ist ernster als wir dachten. Benötigen Verstärkung. Oh, dann müssen wir es so machen.
Dann kann ich den hier nicht mehr machen. Schießerei vorstarten. Mr. Norris hat wegen Schüsse angerufen, die er auf der Straße gehört hat. Ich habe in der Küche ein Steak gebraten und mehrfach einen lauten Knall gehört. Ich denke, es war ein M16. Ich war beim Militär, also weiß ich, wovon ich rede. Sie passen besser auf. Das sind echt dicke Wummen. Ja, das ist voll die Ahnung. War hier oben nicht? Ist der schon ausgelaufen? Ich habe hier gerade niemanden. Aber trotzdem. Menschenhandel. Hafen. Ein Informant berichtet, dass ein paar Container in den Hafen geschmuggelt werden. Die darin versteckten illegalen Immigranten sollen als Sklaven verkauft werden. Die Ladung wird von bewaffneten Wachen begleitet. Oha. Okay, das ist Blödsinn. Als sie die Polizisten sehen, ziehen drei Einwohner des Lagers ungewöhnlich aussehende Messer und greifen an. Eine ungepflegte Frau mit einem Baby auf dem Arm kriecht aus einem der Zelte und rennt auf die Polizei zu. Mein Sohn, bringen Sie meinen Sohn hier weg. Oh, Fikus. Alter, die haben es zu dritt geschafft. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Von der Mafia verkaufen lassen. Okay, das ist Blödsinn hier. Im Nachbarhaus von Mr. Norris wurde ein Kindergeburtstag gefeiert. Die Gäste haben ein paar Ballons zum Platzen gebracht und Mr. Norris hat das mit Schüssen verwechselt. Okay, ich glaube, er hat ein psychisches Traumata vom Krieg. Gut gemacht. Oh, perfekt. Erregung öffentlichen Ärgernisses. Apotheke. Eine ältere Frau hat in einer Apotheke eine skandalöse Anklage vorgebracht. Sie hat behauptet, dass die Apotheker hätten... Die Apotheker hätten ihre Medikamente ausgetauscht und deswegen würden sie zunehmen. Sehen Sie sich diese Falten an. Widerlich! Dann zog die Frau ihr Kleid auf. Okay, den lasse ich aus. Und dann schicken wir hier welche zum Menschenhandel. Könnt ihr auch ein bisschen mit Menschen handeln? Ich schicke doch niemanden dahin wegen, weil sie sich ausgezogen hat. Oh Gott. Angriff. Rubinovich Casino. Ein Mann, der viel Geld am Pokertisch verloren hat, hat die Geberin angegriffen. Ja, drei Leute sollten erreichen. Das ist eine Person. Ja. Drei gegen eins. Rein mathematisch sind die drei schon mal im Vorteil. Also brauche ich wahrscheinlich noch Leute, die hier... Nee, doch nicht. Haben sie ganz alleine geschafft. Yeah. Mafia verkaufen lassen. Mein Gott. Mit der Mafia mache ich richtig viel Geld, ey. Warum betrügst du mich, Miststück? Der Mann in der gelben Jacke fuchtelt mit einer Waffe direkt vor dem Gesicht der jungen Frau herum. Die Sicherheitsleute des Casinos beobachten die Aktion vorsichtig von hinter den Spielautomaten. Geldchips. Mann, wo hast du die schicke Jacke her? Der Mann umklammert hart die Hand der Frau und sagt, ich weiß, wie ich deine Betrügerei-Einfalle mal beenden kann. Werden wir ja sehen, wie gut du die Karten verstecken kannst, wenn dir ein paar Finger fehlen. Alles auf Rot setzen. Ja gut, ich sag mal, wenn ich mit dem Taser draus schieße, ja, rein theoretisch, wenn er hat die Waffe fest in der Hand, ja, wenn die Muskulatur mit Strom in Berührung kommt, zuckt sie und die Hand zieht sich automatisch zusammen. Das heißt, automatisch würde sich der Schuss lösen. Ich versuche das hier mit dem Bluff. Hat funktioniert. Herzallerliebst. Ich bin ein guter Polizist. Und dann sind wir schon hier am Ende des Tages. Alle haben es überlebt. Drei Leute sind in Ausbildung. Jo, freut mich. Schicht A ist ein bisschen unterbesetzt, da brauche ich unbedingt Leute. Schicht B ist gut besetzt. Ja. In Schicht A sind es quasi nur, wie viel sind hier? 2, 4, 6, sind nur 8 Leute da. Und hier sind es 11.
Also ich könnte wenigstens hier einen rüberschicken. Machen wir so. Tag beenden. Tag 89, 11. Oktober, Freitag. Aber an der Stelle beenden wir die Folge. Wollte eigentlich schon vor. Naja, ist egal. Wir beenden die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Cheerio.